FFP2-Masken, nach wie vor unsere täglichen Begleiter. Was taugen Atemschutzmasken in herkömmlicher Filtertütenform, in Körbchen oder länglicher Fischform? Erstmalig im Test sind drei wiederverwendbare FFP2-Masken, die sich waschen lassen. Sie sind mit einem R für Reusable gekennzeichnet. Je nach Modell sollen Sie sich bis zu 50 Mal mit der Hand waschen und anschließend wieder nutzen lassen. Klassische FFP2-Masken hingegen sollten nach maximal 8 Stunden Tragedauer entsorgt werden. Das produziert viel Müll. Die Stiftung Warentest prüft unter anderem mit 10 Prüfpersonen, wie dicht die Masken sitzen. Die Probandin muss mit speziell präparierter Maske in eine mit Kochsalz-Aerosol gefüllte Kammer und sich dort auf einem Laufband bewegen. Laufband startet. Messgeräte analysieren dann, ob das in die Kammer eingeleitete Salz-Aerosol in die Maske eindringen konnte. Außerdem ermitteln wir, wie wirksam die Masken-Aerosole filtern und wie es um den Atemkomfort steht, also den Atemwiderstand beim Ein- und Ausatmen. Erschreckend: Einige der teuersten Masken im Test haben am schlechtesten abgeschnitten. Als ungeeignet bewerten wir die Unica FFP2R, mit 19,80 Euro der teuerste Atemschutz im Test. Bei keiner unserer 10 Prüfpersonen saß die Unica dicht. Zu viel Aerosol konnte beim Einatmen eindringen. Damit schützt sie nur unzuverlässig. Außerdem waren die Gummiringe zum Verstellen der Bänder stark mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen belastet. Einige dieser gefundenen Schadstoffe gelten als krebserzeugend. Obendrein ließ die Unica nach 50 Handwäschen mehr als dreimal so viel Aerosol durch, als es die Norm für FFP2-Masken erlaubt. Auch die TopTech Air Queen hatte Probleme im Prüfpunkt Filterwirkung für Aerosolpartikel. Sie ließ nach einer insgesamt dreistündigen Gebrauchssimulation etwas mehr Aerosol durch, als die Norm für FFP2-Masken erlaubt. Außerdem war die Air Queen bei 9 von 10 Prüfpersonen undicht. Dort, wo eine Maske nicht richtig am Gesicht anliegt, können Aerosolpartikel eindringen. 3 Masken im aktuellen Test enttäuschten mit geringem Atemkomfort. Die wiederverwendbaren von Casada und Maskengrün sowie die Genensys Med. Auch von ihnen raten wir ab. Empfehlenswert im aktuellen Test sind nur 3 Masken. DK, die mit 55 Cent besonders günstige Jifa Siegmund und Juvex Silvair 2200. Allerdings waren die Befestigungsbänder bei allen dreien mit löslichen Latexproteinen belastet, wie übrigens bei fast allen Masken in unserem neuesten Test. Menschen mit Latexallergie sollten solche Masken meiden. Unbelastet waren die besten Masken aus unseren früheren Tests. Diese 4 Masken sind nach wie vor erhältlich und damit immer noch unsere Top-Empfehlung. 3M Aura 9320 Plus, Juvex Silvair Light 4200, Lindenpartner NRLP2 und Moldex 2400 Plus. Mehr zum Thema FFP2-Masken und alle Masken-Testergebnisse gibt es kostenfrei unter test.de/masken.